Sie starben wegen der Royal Ab. Wo finde ich die Kerle? In der Nähe einer Höhle, wo wir Goldschürzen finden. Ich zeig's dir auf der Karte. Fast alle sind an dem Quell. Bringt die Arbeiter zwar nicht zurück, aber jetzt können die Familien wenigstens Ruhe finden. Ich bin froh, das zu hören. Es stimmt, wir brauchen Arbeit, aber doch nicht so.
Ich entwickle eine neue Methode, die natürlichen Ressourcen von Kyra zu nutzen. Eine, die für die Leute und das Land gesund ist. Wo sind denn alle hin? Sie sind am Kalesch. Wir bereiten uns auf den finalen Schlag vor. Es ist soweit. Alles oder nichts. Sabal spaltet den goldenen Pfad. Er sabotiert unsere Zukunft, AJ. Genug ist genug. Bittest du mich darum, ihn zu? Ich sage, du sollst ihn töten. Und ich bin äußerst pingelig bei meiner Wortwahl, AJ. Er darf sich nicht herauswinden. Übrigens, dachtest du wirklich, er duldet es, dass du ihn verrätst und dich mit mir verbündest? Nein. Es wäre zu riskant, wenn er überlebt. AJ, sei vorsichtig. Der goldene Pfad braucht dich. Ich auch. Ich sehe deine verkniffenen Brauen buchstäblich vor mir. Hagan, was willst du? Na, ich rufe nur an, um zu hören, wie es dir geht. Man sagt, deine kleinen Freunde wären zerstritten. Ist sicher hart für dich, wenn du da mittendrin steckst.
Entscheidungen sind schwer. Glaub mir, ich weiß das. Eigentlich solltest du mir für ein paar meiner Entscheidungen dankbar sein. Entscheidungen wie Yuma. Ich war live im Fernsehen, um sie dir zu servieren. Und ich hasse Fernsehen. Radio ist viel eher mein Ding. Und du? Oh, du hast die Chance genutzt. Arme Yuma, die wird mir fehlen. Es war eine schwere Entscheidung, dich ihr vorzuziehen. Aber es war richtig so. Du wirst sehen. Ja, ich weiß, du hast es eilig. Du musst wohin, Sachen zerstören. Lass dich nicht davon abhalten. Vergiss nicht, AG. Entscheidungen haben Konsequenzen. AJ, du musst wissen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Sabal wird seinen Glauben nie aufgeben. Wenn er damit weiterleben darf, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder rebelliert. Wenn du ihn tötest, hilfst du den goldenen Pfad zu einen und zu verhindern, dass in dem Moment, in dem Pagan besiegt wird, ein zweiter Bürgerkrieg ausbricht. Es ist das Beste für Kyrat. Drück den Abzug, wenn die Zeit gekommen ist. Ich vertraue darauf, dass du das Richtige tun wirst. Geschickt? Kommst du freiwillig? Was glaubst du, was du tust? Du spuckst auf alles, was dein Vater erbaut hat. Herzlichen Glückwunsch! Alles, was etwas bedeutet hat, ist jetzt wertlos, wegen dir. Und was wirklich traurig ist, Bruder, du übergibst das alles hier an Amita. An Amita! Glaubst du, sie kann Kyrat retten? Wie? Mit Drogenfeldern, soweit das Auge reicht? Mit Selbstmordnetzen in Fabrikstädten, wo Männer, Frauen und Kinder frei sind, arm zu sein? Es ist ein Land der Möglichkeiten, in dem jeder ein Sklave ist. Glaubst du, das wäre das Land, in dem deine Mutter ihre letzte Ruhe findet? Also, wie wird es enden, Bruder? Geh. Ist gut, Bruder. Bin weg. Sabal ist kein Problem mehr. Ich kann's nicht glauben. Es tut mir leid, AJ. Es musste sein, aber das macht es nicht einfacher, oder? Aber darum kümmern wir uns später. Erst müssen wir dieses Land befreien.